Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Wartrunde Project Orson 2 Kappa Mode. So, wilde Sommergefochtel heute inklusive. Also, wir nähern uns immer noch dem Ende von diesem Modpack. Haben jetzt einiges abgeschlossen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal heute den Angel Ring an. So, der Angel Ring kostet uns so gut wie größtenteils gar nichts. Das waren Unstable Ingots, Mobius, zack, 4 Stück, Glas, okay, die kommen hier hin, oder? Dann 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Und zack. Sehr schön. Und damit haben wir jetzt auch schon fast den Angel Ring fertig. Naja. Kommen wir zu diesem kleinen schönen Teil. Dark Solarium brauchen wir hierfür. Das ist ein Pulsating Crystal, ein Solarium und ein Darksteel. Das wollte ich. 4 Stück. So, noch etwas, was ich vorbereiten kann. Das kann ich gleich craften. Darksteel und Solarium. Dann gehe ich einmal hier rüber. So. Dann brauchen wir hiervon etwas. Sehr schön, aber schon mal so gut wie gar nichts. Wir brauchen Flux Crystal. Oh, oder wir machen das so. Dann brauchen wir die Glowstone Elevation Units. Ich mache das eindeutig über den Weg. Weil, naja, das haben wir eindeutig besser aufgebaut. Das brauchen wir zweimal, ne? Genau. So, dann Resonant Energy Cell Frame und Flux Duct. Resonant Flux Duct. Gehen wir mal rüber. Einmal auffüllen. Dann nehme ich hier mal meine berühmte Resonant Drum und die Energized Glowstone Drum. Hol das hier raus, genau wie das. Muss ich jetzt echt schon wieder abbauen. Fluid Transposer. Sehr schön. Ach so, die ist voll, deswegen. Jetzt reite ich das erst. Manchmal bin ich aber echt nicht der Schnellste, ne? Und an alle Kommentare, spart euch die Kommentare. So. Dann 1 und 2. 1, 2.
Eins, zwei. Sehr schön. Jetzt brauchen wir einen Ring. Einen Magikor. Was braucht der? Achso, der braucht noch so eine. Boah, habe ich noch einen Fluid Transposer? Weißt du was? Das ist mir zu blöd geworden. Glowstone. Okay, also. Ring of Light. Charmring meine Eier? Oder wie war das? Okay, die brauche ich. Und das brauche ich. Und ich hatte doch Illuminator Frame gerade gemacht, oder? So. Zack. Cryophium. Gleiches Spiel wie gerade eben. Zack. Zack, zack. Zack. So. Dann jetzt aber nochmal. Magikor. Fly. Ich habe dafür gerade. Okay, machen wir nochmal zwei weitere. Pulsating Crystals. Hab ich nicht beachtet, aber das ist ja kein Thema. Das geht ja jetzt schnell. Pass auf, und dann habe ich hier irgendwo natürlich nicht. Wir bewegen uns dann einmal in Richtung Mining Welt. Because wir brauchen so eins Fledermaus. Flatterer. So. Okay, wo seid ihr kleinen Mistviecher? Warte mal, ich hab die Zonze relativ leise. Ja, super. Und den sollst du noch mal besiegen. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Sind da jetzt auf zwei nebeneinander? Aber ist hier nirgendwo eine scheiß Fledermaus? Anscheinend nicht. Ja, ja, nicht für Kosten, no Power, Marsch, hast no Power. Wie zum Henker komme ich jetzt in der Fledermaus?
Weil suchen könnte jetzt noch etwas dauern. Das ist ein Witz. Sonst spawnt doch sofort alles, wenn man es nicht braucht. Weißt du, sonst brauchst du die Scheißviecher nicht und jetzt brauchst man sie einmal und sie tauchen nicht auf. Das ist ja jetzt ein Witz. Ne, warte mal. Genau, Hostel-Mobs spawnen, ja. Warte mal, ich erinnere mich, dass in den Chance Cubes irgendwas auch mit Fledermäusen mal war. Das weiß ich ja nur, will ich jetzt wirklich einfach nur Chance Cubes öffnen, um eine scheiß Fledermaus zu kriegen? Warte mal. Ich hab doch gerade eine gehört, oder? Ich will mal gucken, wie sich das so... Okay, er hat wahrscheinlich so ein bisschen gebraucht, damit es realisiert. Alles klar, ein Redstone, jetzt 56 Redstone. Kann man mal machen. Dann müssen wir uns aber immer nicht mit unserem Problem der Fledermaus weiter. Komm schon. Boah, ey. Mist. Ich hätte gehofft, dass ich da vielleicht gerade eine Fledermaus drüber sehe. Ah, das ist jetzt scheiße. Das ist richtig scheiße. Lutsch mir doch mal den linken Jaggon etwa 3 cm länger. Hörst du auch nicht weiter, man kriegt vielleicht eine Fledermaus. Was zum Teufel bin ich hörend? Ey, was laber ich dann wieder für eine Scheiße? Ah. Okay, ich glaube, das war Tableflip. Ja, interessiert mich ein Scheißdreck. Oh cool, may death rain upon them. Dr. Triaru. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, woher es kommt. Ihr könnt mal bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, woher das kommt. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Oh, warte mal, wieso fliege ich eigentlich jetzt 10 Milliarden Kilometer weit, wenn ich hier 10 Milliarden Chance Cubes im Inventar habe. Ja, nee. Alter, was? Lightning Speed Block. Ja, flips the table. Ja. Da gehen wir gerade ein bisschen auf den Sack. Genau, das wollen wir nicht brauchen.
Snowman in Warn, Flinten Steel 2.0. Machen wir mal gerade so. Ja, das ist alles sehr schön, aber das sind keine Fledermäuse. Wait for it. Entschuldigung, ohne das. Sehr schön, jetzt haben wir selbst einen Mobsol vom Silverfish. Jetzt haben wir das Spiel echt durch. Pig, Sheep, Cow. Das sind keine Fledermäuse. Na? Schade. Oh, wir haben Nemo. Aber das bringt uns alles nicht weiter. Ich will doch nur so ein... Komm schon, komm schon. Ja! Eine Bett! Einfach weil ich kann. Gott sei Dank! Ich habe jetzt gerade schon gesehen, dass ich das jetzt echt noch die Folge verlegen muss. Also. Also jetzt verlegen. Cutten und später fortsetzen. Aber naja, es klingt hier noch gut aus. Soulbinder. Sehr schön. Nemo, vielen Dank. Wir brauchen dich nicht. Und Ring of Light. Yay, wir haben Creative Light, Kappa. Angel Ring. Und Gamma ist auch fertig. Puh, ich habe jetzt gerade echt fast eine ganze Stunde daran gesetzt, diesen scheiß Angel Ring zu craften. Ja gut, ne? Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, wie wir das in der nächsten Folge noch für Kämpfer haben, aber es geht schnurstracks Richtung Ende. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.